Ali, hallo, hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Valheim. Wir sind das erste Mal in den versunkenen Krypten hier im Sumpfland. Haben das erste Eisen gefunden. Wir haben 120 Leben durch die Würstchen, das ist echt krass. Wie viel Eisen haben wir denn gefunden? Leider erst eins. Ich glaube, das sind wir immer selber, aber ich mache mir halt echt in die Hosen. Durch diese Schlundegel. Aber ich glaube, da hinten kommen schon die ersten Gegner. Was haben wir denn hier drin? Da hinten ist so ein Typ. Boah, ich habe echt gar keine Ahnung, wie wir die aktuell besiegen sollen. Oh, oh. Schleim kommt, glaube ich, hier rüber. Wir haben Giftwiderstand. Oh, oh. Aua. Ist doch gut. Treffen den leider nicht. Scheiße. Und ich habe natürlich nicht viel Pfeile mitgenommen, weil ich gesagt habe, im Dungeon brauchen wir ja keine Pfeile. Warum auch? Ja, ich weiß noch nicht so genau. Die Vergiftung war jetzt nicht so schlimm, aber der Typ hier macht mir echt Angst. Eigentlich wollte ich mal vorher noch ein Bronzeschild bauen. Jetzt ärgere ich mich gerade, dass ich es nicht getan habe. Der Giftwiderstand ist tatsächlich schon mal relativ geil. Aber ist natürlich auch mies, dass wir hier erstmal aufhacken müssen. Und die uns währenddessen schon angreifen. So, wir konnten ihn blockieren, hat gepasst. Und Vollangriff drauf. Gut, der ist weg. Wir kriegen diesen scheiß Schleimling nicht. Komm doch mal hier runter. Also es wird schon anspruchsvoller, ihr merkt es. Ach. Also doch mehr Pfeile und idealerweise auch Feuersteinpfeile. Ach, jedes Mal springt er wieder weg. Oh, oh. Warum kommen denn jetzt hier nochmal zwei? Treffen die halt aber auch echt scheiße. Jetzt habe ich ihn. Gar nicht so einfach. Ist halt fies, dass man das hier noch... Also, mir ist es zwar so lieber, als wenn offen ist und auf einmal vier von den Typen hier um die Ecke kommen. Aber einfach ist es auch nicht. So, ein Schleimling hat es rüber geschafft. Den konnten wir ganz easy holen. Will nicht so viel Ausdauer verbrauchen. Kommt doch mal rum. So geht's eigentlich gerade. So, wir haben auch ihn gleich. Schlamm ist auch gleich weg. Jetzt haben wir noch zwei von den Typen hier. Die rennen zum Glück immer wieder weg. Denn der Raum ist eigentlich weiter hinten. Komm nochmal um die Ecke. Komm schnell. Ah, meine Ausdauer, Leute. Ist doch Mist, was er macht. ...21 Schaden machen die halt pro Hieb, ne? Das heißt, bei 100 Leben oder 120 hatten wir jetzt... ...halten wir gerade mal... ...Elite. Ach komm. Scheiße, ey. Nee, also, nee. Wo kam der denn jetzt her? Und das Wörtchen Elite in seinem Namen macht mir nicht unbedingt Zuversicht, dass der einfacher wird. Aber er hat nicht unbedingt sehr viel mehr Leben. Der haut wieder ab. Ach ja, ich glaube, wir brauchen unbedingt ein Bronzeschild. Da kommen wir echt nicht drum herum. Glücklicherweise backen die hier so ein bisschen mit diesem Schrotthaufen. Warum hat der denn nicht getroffen? Das Essen hält sehr lange, das ist schon mal cool. So gerade auch die Würstchen halten halt Ewigkeiten. Ist nicht, jetzt kriegen wir nochmal gelockt, ne, ja. Oh shit. Ich
Weiß halt nicht, ob die hier einfach aus dem Sumpf rauskommen. Und da kommt auch gleich der nächste. Alter Schwede. Irgendwas in die 20 Schaden hat er uns reingezogen. Ja, die kommen hier einfach aus dem Sumpf raus. Na, sehr geil. Das heißt, die werden wahrscheinlich unendlich spawnen. Und können auch jederzeit vor, hinter, rechts, links, neben uns rauskommen. Ist natürlich richtiger Mist. Oder das sind diese... Das ist einfach ein Spawner, kann das sein? Wir den kaputt kriegen. Ah! Ah! Nein, nicht schon wieder so ein Elite-Typ. Mann, ich habe mich gerade voll drauf konzentriert, das Ding kaputt zu machen. Gut, das ist hier einfach nur ein Spawner anscheinend. Wir haben halt echt nicht mehr viel Leben. War da doch eher ungünstig. Wir müssen den Spawner kaputt kriegen, ansonsten können wir uns hier Ewigkeiten dran aufhalten und wir haben... War das der letzte? Ich glaube, wir haben kaum noch Pfeile, ne? Ich sehe meine Pfeile gerade nicht. Ah, dort drei Stück. Was ist denn jetzt? Wir haben Giftpfeile. Das heißt, unsere normalen sind schon alle und wir haben gerade die, die die haben fallen lassen. Die haben, ne? Wisst ihr Bescheid? Ach, dieser Elite-Typ. Fuck doch ab. So, wir haben es kaputt gemacht. Jetzt drückt mir mal die Daumen, dass wir hier wirklich keinen erneuten Besuch kriegen. Kann natürlich aber auch sein, dass da hinten gleich der nächste Spawner kommt. Wir hören hier zumindest echt viele gruselige Sachen, die ich alle nicht so geil finde. Naja, aber es geht erstmal. Aber wir brauchen unbedingt ein Bronzeschild, also mit dem normalen Schild. Sind wir hier definitiv fehl am Platz. Deswegen werden wir jetzt den Schrotthaufen hier mal noch abbauen. Und wir haben 4 Eisen mittlerweile. Da liegt noch ein Rubin. Zum Glück haben wir die Würstchen dabei. Hier ist noch ein Schrotthaufen. Ist halt auch echt extrem... Oh Gott! Extrem dunkel hier. Lag zu. Also kann man die eigentlich ganz cool holen, muss man sagen. Wir müssen nur unbedingt... Ach, der nächste. Ach, und noch ein Elite. Scheiße. Und jetzt haben wir den Schlammhaufen hier nicht mehr. Aua. Nee. Jetzt sterbe ich nicht. Das könnt ihr völlig vergessen. Gut, wir müssen hier raus. Tut mir leid. Aber gegen die Elite-Typen haben wir echt keine Chance. Wir brauchen ein Bronzeschild. Das ist jetzt das nächste Ziel. Aber hey, an sich ganz cool da unten. Zumindest relativ viel von den Schrotthaufen. So gehe ich doch mal davon aus, dass wir zeitnah eine ganze Menge Eisen zusammenkriegen. Dass der Mäh 10 Minuten hält, ist auf jeden Fall auch ganz geil. Oh, Skelett. Weil ganz ehrlich, wir kriegen aus einem so einem Fermentierungsprozess 6 Met raus. Das heißt, wir können eine Stunde lang mit Giftwiderstand rumrennen. Das ist auf jeden Fall in Ordnung. Es kostet natürlich auch viel, aber in der Regel, wenn wir ein bisschen schneller unterwegs sind als ich gerade, reichen ja auf... Sag mal, 1 bis 2 Met für so ein Dungeon aus. Und an sich war ja bloß ein Schlamm da, ansonsten die Blutegel glücklicherweise noch nicht. Es geht, aber wir brauchen wirklich unbedingt Bronzeschild. Und ich denke, aus dem ersten Eisen... Ja, eigentlich wäre eine Eisenrüstung geil. Aber ich weiß nicht, ob wir werden das Eisen ja brauchen für den Steinmetz. Und das hätte ich dann doch lieber ganz gerne vorher. Ah, wir haben es überlebt und 104 Leben, also mit den Würstchen auf jeden Fall ziemlich, ziemlich coole Kombi. Können mal noch gucken, dass wir uns noch Karottensuppe machen. Dann das beides zusammen.
ist auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Kombination, um in den Sumpfländern oder in den dunklen Sümpfen zurechtzukommen. Schaut mal da oben, unser kleiner Kamin. Oder unsere Esse, besser gesagt. Cool, cool. Funktioniert. Es geht voran. Ich muss sagen, ich habe mich mittlerweile eigentlich doch ganz gut abgefunden mit dem Eingang hier. Auch wenn es jetzt auch also eckig ist und das rund, aber ich finde, so insgesamt sieht es eigentlich gar nicht verkehrt aus. Wir haben hier eine ganze Menge Zinn, das werden wir aber kaum noch... Na doch, wir sind gar nicht so voll mit Gewicht. Geht eigentlich. Und ich würde dann jetzt ganz gerne hier mal ein bisschen Eisenschrott reinpacken. Wir haben keine Kohle mehr. Verdammt. Du hast keine Kohle. Das Spiel kennt meinen Kontostand. Aber wir haben noch Kohle. Sehr cool. Ey, wir haben 4 Eisen. Da werden jetzt bestimmt ein ganz paar neue Rezepte aufploppen. Sobald wir das Ganze geschmolzen haben und unser eigen nennen können. So. Wir müssen unbedingt wieder Truhen sortieren. Was haben wir denn hier Schönes? Ach, von dem. Dem Elite-Typen die Trophäe. Was gab's noch? Es gab Kette. Okay. Können noch mal eben... Den Bauhammer hatten wir hier irgendwo reingepackt, ne? Hier ist er. Nochmal eben schnell gucken, ob wir schon was Neues gelernt haben, weil so mitten im Kampf achte ich da nicht unbedingt drauf. Aber ich glaube nicht, die Verzierung können wir mal noch gucken, dass wir uns die hier noch irgendwo ranbasteln. Hängende Holzpfanne. Ah doch, die haben wir bekommen. Hängende Kohlenpfanne, Entschuldigung. Durch die Kette. Objektständer hatten wir schon. Ich glaube nur den. Ich weiß nicht, ob wir den schon hatten. Naja, sieht doch schon mal ganz cool aus. Wir müssen hier definitiv noch mehr Kisten bauen. Damit wir auch hier mal eine kleine Ordnung reinkriegen. Mehr kriegen wir nicht weg. So, wir können jetzt gleich unser erstes Eisen in die Hand nehmen und ich bin echt gespannt, wie viele Rezepte jetzt kommen. Eisen. Die Rüstung und Eisenpfeil, sehr cool. Noch Waffen, Jägerbogen, geil. Nägel, Streitkolben, verstärktes Schild. Turmschild, Schwert, Steinmetz, Schmiedeamboss, Eisentor, Balken, Pfosten, persönliche Kiste und verstärkte Kiste. Okay. Davon habe ich noch nichts gelesen. Was kann denn eine verstärkte Kiste? Da passt bestimmt noch mehr rein. Oder die ist einfach nur stärker gegen Feinde. Also, dass die nicht so schnell kaputt geht. Ihr wisst, was ich meine. Ja, geilo, wir haben eine ganze Menge gelernt. Das freut mich. Eisentor ist bestimmt auch cool. Eisenpfeil auch, aber mein Eisen ist mir gerade aktuell eigentlich echt zu rar, um daraus Pfeile zu bauen. Wir gucken mal eben, was der ganze Spaß denn kostet. Wo haben wir die Eisenpfeile? Habe ich das geträumt? Aber wir haben hier Edelholzbogen. Ja, aber den haben wir gerade nicht gelernt. Wir haben den anderen gelernt, oder? Habe ich es schon wieder vergessen. Ich Vollidiot. Aber eigentlich ist der neu. Gesehen habe ich den noch nicht. Was hat denn der? Stechen, Blockwert. 32, hier 22. Feuersteine, Axt. Aber es wird uns nicht angezeigt. Ach, wir müssen das wahrscheinlich an der Schmiede machen. Macht ja Sinn. Ist ja Eisen. Entschuldigung. Stand kurz auf dem Schlauch. Lasst uns mal schnell hier was rausnehmen, das wegnehmen, womit wir uns nicht mehr teleportieren können. Und wir gehen mal eben rüber zur Schmiede und gucken uns das mal an. Warte mal, die Würstchen hören jetzt erst auf, ne? Das ist natürlich schon Gold wert. Hallo, alte Basis. Immer wieder schön hier zu sein. Hier haben wir das Eisenpfeil. Ein Eisen für 20 Pfeile. Uiuiuiui. Macht halt 42 Schaden. Aber wir können auch schon Bronzepfeil.
Machten das. Okay. Und wir gucken jetzt nochmal eben. Hier, Jägerbogen. 42 Stechen. 20 Eisen. Uiuiui, das ist natürlich eine Hausnummer. Aber so ein besserer Bogen wäre schon was. Und die ganze Rüstung kostet auch jeweils 20. Ach du Scheiße. Das werden auf jeden Fall noch ein ganz paar Dungeons. Die haben aber Rüstungswert von 14 und wir haben, glaube ich, gerade 8, ne? Ja, 8. Das lohnt sich. Das lohnt sich definitiv. Jetzt wollte ich mal gucken. Eigentlich wollte ich ja sehr gerne einmal ein Bronzeschild. Wir könnten zwar jetzt mittlerweile auch hier aus Eisen schon das basteln, aber das ist mir dann doch aktuell noch zu teuer. Gibt sogar ein Turmschild. Geil. Das braucht 10 Bronze und 4 Holz. Die Sache ist, ich glaube, wir hatten hier nicht genug Zinn. 10 Bronze, 4 Holz und dafür brauchen wir 5 Zinn. Ne, wir brauchen 10 Zinn und 20 Kupfer. So rum war es doch 2 zu 1, ne? Bronze, wo bist du? Hier. Ja, 2 zu 1. Gut, das heißt, wir haben definitiv zu wenig Zinn. Wir bräuchten 10 Stück davon. Wir haben die auch noch in der alten Basis, aber wir können uns damit nicht teleportieren. Das ist so ein bisschen das Problem an der ganzen Geschichte. Die Würstchen hören auf, oh nein. Ja, das heißt, wir müssten idealerweise nochmal von hier aus etwas Zinn suchen gehen. Habt ihr euch lieb? Danke. Ja, dann werden wir uns jetzt auf den Weg machen, nochmal etwas Zinn zu sammeln. Wir müssen dazu halt ans Wasser im dunklen Wald, also irgendwie hier so rüber. Wir gehen aber vorher nochmal schlafen. Irgendwas greift uns, glaube ich, an. Das Feuer brennt schon wieder nicht mehr. Ach, das macht mich wahnsinnig mit dem Feuer. Ich verstehe halt auch nicht, warum. Das ist so ein bisschen das Problem. Naja, gut. Jetzt ist es an. Vielen Dank. Dann hauen wir uns jetzt nochmal hin. Schlafen eine Runde. Und dann geht's nochmal in die dunklen Wald ein bisschen Zinn sammeln, damit wir unser Dings da bauen können, unser Schild. Eigentlich bräuchten wir bloß noch 5 Surtling-Kerne. Oder ein Surtling-Kern. Weil dann könnten wir uns auch einfach drüben eine Schmiede bauen. Müssten das nicht hier rüber transportieren oder extra sammeln gehen. Ne, 3 haben wir sogar. Also wahrscheinlich noch 2. Naja. Aber das fällt jetzt erstmal aus. Wir machen uns jetzt auf den Weg, damit wir ein Bronzeschild kriegen, dass wir uns dann definitiv in den nächsten Folgen weiter durch die Dungeons im Sumpfland schlagen. Weil mit dem Eisen ist jetzt doch eine ganze Menge passiert. Ich wollte nochmal gucken, der Steinmetz. Da haben wir es. Braucht bloß 2 Eisen, das ist okay. Cool, das können wir dann definitiv nächste Folge mal noch bauen. Wir sammeln jetzt noch ein bisschen Zinn. Dann geht's wieder in die alte Basis zurück. Ah, jetzt ist die Überlegung wert. Wir können ja mit dem Zinn dann auch wieder bloß laufen, aber da müssen wir uns einmal den Weg halt. Moment. Diesmal bin ich nicht so dumm. Wir laufen jetzt zurück und holen uns Eiktür. Dass wir dann, wenn wir das Zinn im Gepäck haben, schnell laufen können. Und schneller an unserer zweiten Basis sind. So, wir hauen uns jetzt mal wieder Honig rein. Da sind mir die Würstchen dann doch zu schade für, aber ich sehe schon, dass das was wird. Also mit den Würstchen, wir gucken mal noch hier nach so einer Möhrensuppe. Und das gerade zusammen mit noch einem Bronzeschild. Ich glaube, da haben wir wirklich sehr, sehr gute Chancen, da unten zurechtzukommen und können uns schön Eisen sammeln.
Und wir sind ein ganzes Stück weitergekommen. Hey, wir sind mittlerweile Kapitän. Wir haben ein Schiff. Wir haben den ersten Dungeon besucht. Wir können Steinmetz bauen. Und viele andere Sachen. Wir haben Eisen. Unser Kamin steht drüben. Wir haben einen relativ geilen Gemütlichkeitsfaktor mittlerweile. Es muss sagen, es geht gut voran in letzter Zeit. Ich freue mich sehr. Wir machen an der Stelle hier erstmal ein Folgenende. Ich danke euch fürs Zuschauen. Nächste Folge dann Dunkler Wald, Zinn und der Steinmetz. Bis dahin, macht's gut.